Hallo, mein Name ist Peter Baumgärtner. Ich bin bei Lemken zuständig für das Agro-Training. Ich möchte euch heute hier an diesem Rubin 10 die Vorteile und wesentlichen Produktänderungen zum Rubin 9 ein wenig erläutern. Zu den wesentlichen Änderungen vom Rubin 10 im Vergleich zum Rubin 9 zählt auf der einen Seite die symmetrische Scheibenanordnung. Das heißt, über das Gerät wird eine Mittelachse gelegt und die Scheiben in der ersten Reihe arbeiten auf der rechten Seite nach außen und auf der linken Seite nach außen. Die zweite Scheibenreihe arbeitet von der Mittelachse aus auf der rechten Seite nach innen und auf der linken Seite ebenfalls nach innen. Dadurch ist Seitenzug im Gerät ausgeschlossen, der Scheibenverschleiß ist gleichmäßig und man kann ganz komfortabel und auch bequem mit einem Spurführungssystem arbeiten und kann die gesamte Arbeitsbreite des Gerätes nutzen. Ein weiteres Feature ist der voll integrierte hydraulische Strohstriegel, der gerade auf den Betrieben genutzt wird, die das Stroh mit dem Mähdrescher häckseln und große Schneidwerksbreiten haben, sodass das Stroh bei diagonaler Fahrweise zum Mähdrescher besser verteilt wird. Der Striegel ist mit der Aufsattelachse kombiniert, sodass, wenn man das Gerät aushebt, der Striegel hydraulisch hereingefahren wird und somit weniger Bauraum für die Deichsel erforderlich ist. Das heißt, beim Fahren am Vorgewende können wir mit dem Traktor und dem Gerät einen 90 Grad Lenkeinschlag verwirklichen. Kommen wir dann zu den Stützrädern. Die Stützräder verhindern die Taumelneigung einer Kurzscheibenmägge. Die Stützräder sind innerhalb der Arbeitsbreite integriert und bauen auch nicht nach vorne über das Gerät hinaus. Das heißt, wir können sauber Anschluss fahren und schränken den Freiraum beim Wenden des Gerätes nicht ein. Wenn wir dann zum Überlastelement kommen, dann ist hier das Überlastelement jetzt mit dem Rahmen verschweißt und in dem Überlastelement ist eine Rückschlagdämpfung integriert und diese Rückschlagdämpfung nimmt Belastungen vom Rahmen weg, weil wir mit einer Kurzscheibenmägge ja mit hohen Fahrgeschwindigkeiten unterwegs sind und diese hohen Fahrgeschwindigkeiten von 13, 14, 15 Stundenkilometern weicht die Scheibe ja über den Stein oder über das Hindernis nach oben aus. Und wenn die Scheibe das Hindernis passiert hat, kann der hier in diesem Bolzen, in dieser Schraube, kann das Element weiter nach unten durchfedern und der Rückschlag wird gedämpft. Dazu bieten die Scheiben noch mehr Verschleißmaterial. Das heißt, der Durchmesser beim Rubin 9 von 620 mm ist vergrößert worden auf 645 mm und dadurch bieten wir nochmals mehr Verschleißmaterial. Wenn wir dann weiter nach hinten gehen, sieht man hier auch die optional erhältliche Komfortvorstellung für den Prallstriegel. Das heißt, hier kann man sehr einfach und bequem ohne weiteres Werkzeug die Arbeitstiefe des Prallstriegels verändern. Das gleiche, was wir vorne für den Prallstriegel haben, ist hier für den Nivellierstriegel ebenfalls verfügbar. Das heißt, auch hier braucht man nicht in das Gerät hereinklettern, sondern kann ganz bequem und einfach den Prallstriegel für eine bessere Einebnung des Gerätes optimiert einstellen. Last but not least sieht man hier auch die hydraulische Arbeitstiefenverstellung. Die hydraulische Arbeitstiefenverstellung hat hier einen ganz klaren Indikator, nämlich den Zeiger und die gut zu lesende Skala. Und hier kann ich über ein doppelt wirkendes Steuergerät die Arbeitstiefe komfortabel vom Traktor aus einstellen. In dem System integriert ist auch der hydraulische Pendelausgleich, sodass ich das gesamte Gerät bei einer großen Arbeitsbreite einer Feldkontur besser anpassen kann. Das sind die wesentlichen Änderungen vom Rubin 10 zum Rubin 9.